Bekommst du weniger Liebe in deiner Beziehung, als du es verdient hast? Wenn du diese drei Anzeichen in deiner Partnerschaft findest, bist du auf dem besten Weg in eine unglückliche Beziehung. 1. Er ist freundlicher zu anderen Menschen als zu dir. Anderen Menschen schenkt er dieses besondere Lächeln, das früher nur du bekommen hast. Andere Menschen fragen ihn etwas und er reagiert aufmerksam und beantwortet ruhig ihre Frage. Andere Menschen erzählen ihm etwas und er hört ihnen geduldig zu. Aber bei dir? Pustekuchen? All das scheint er irgendwie nur für andere zu machen, aber nicht mehr für dich. Das ist ein entscheidender Faktor, der in eine unglückliche Beziehung führt. Das Gute an der Sache ist aber, generell ist er in der Lage, liebenswert, aufmerksam, süß und charmant zu sein. Nur schenkt er all diese Dinge gerade anderen Menschen als dir. Und das muss sich ändern, wenn du in dieser Beziehung wirklich wieder glücklich sein willst. Punkt Nummer 2. Du musst immer als Erste sagen, dass du ihn liebst und du sagst es häufiger als er. Es gibt Studien, die besagen ja, je länger ein Paar zusammen ist, umso seltener sagen sich beide, dass sie einander lieben. Und das ist vielleicht auch okay so. Je länger man zusammen ist, umso weniger muss man sich ständig beweisen, dass man auch zusammen bleibt. Aber wenn nur einer von beiden aufhört, seine Liebe zu bekunden, dann weist das auf ein Ungleichgewicht in eurer Beziehung hin. Und das produziert Frust, das Gefühl von Zurückweisung und nicht gesehen zu werden. Punkt 3. Die Art, wie er dich anschaut, hat sich verändert. Die Art, wie ein Mann seine Partnerin anschaut, verrät viel über seinen inneren Zustand. Wie sehr kann er sich zum Beispiel auf dich fokussieren? Kann er in deinen Augen versinken? Ist seine Aufmerksamkeitsspanne länger? Dann hat er starke Liebesgefühle für dich. Schaut er dich gar nicht mehr richtig an? Schaut er nur so an dir vorbei oder guckt grimmig, genervt oder einfach neutral? Dann sind momentan kaum Liebesgefühle in ihm für dich. An dieser Stelle nehmen das viele Frauen dann einfach so hin. Das ist eben mit der Zeit so, das haben wir gelernt. Die Liebe schwindet immer mehr, aber ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Liebesgefühle können wieder zurückkommen. Und es gibt genügend Partnerschaften da draußen, in denen beide einander noch bis ins hohe Alter lieben, wertschätzen. Und das sollte dein Maßstab sein. Nicht einfach das Hinnehmen einer Situation. Wenn dir diese Dinge bekannt vorkommen und du dir wünschst, dass die Funken zwischen euch wieder sprühen und du dich wieder geliebt und geborgen fühlst, dann lade dir jetzt mein Hörbuch Unendlich geliebt kostenlos runter. Den Link findest du in der Infobox. Und falls du heute das erste Mal mein Gesicht siehst, mein Name ist Dr. Leonie Töne und ich bin Beziehungscoach für Frauen. Und in meinem Buch zeige ich dir, wie deine Beziehung leidenschaftlicher, liebevoller, lebendiger sein wird. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hab dich lieb.